Da bin ich wieder. Ich habe mir jetzt so eine Tassensuppe gemacht hier. Eine Champignon-Creme-Suppe. Bin richtiger Champi-Fan. So, Champis gehören für mich dazu. So. Ach, übrigens, Falli, falls du jetzt noch da bist, erinnere mich mal dran, dass ich die, ich wollte dir ja eine der Ideen für ein Spiel mal, für eine Story schreiben, so, und wollte deine Meinung mal dazu hören. So, dass ich dir mal schreibe, mal schicke. Weil wir wollten ja eh mal irgendwann so zusammen mal was entwickeln, sagen wir mal so. Sobald du mit deinem Spiel fertig bist und ich, mit meinem Serienprojekt. Ob das vielleicht eine passende Idee wäre oder sowas für, ich weiß jetzt nur, ich habe jetzt noch keinen Plan, was wir dann vielleicht zusammen machen werden. So, genau, für eine Richtung, für ein Genre. Aber dass ich ein paar Ideen schon mal mit dir teile, sage ich jetzt mal so. So, aber bis dahin ist ja auch ebenfalls noch genug Zeit. Würde ich aber ungern jetzt quasi hier im Stream erzählen, weil ich das ja auch parallel für YouTube aufnehme. Und nicht, dass irgendjemand dann die Idee quasi klaut. Dann lieber schreibe ich dir das dann irgendwie privat oder so mal. Also von denen, die jetzt hier zuschauen, so, und die auch schreiben, so glaube ich ja nicht, dass jemand das klauen wird, aber auf YouTube, wenn es einmal da ist, man weiß nie, wer vielleicht zuschauen könnte und dann die Idee klaut. So. Oder ob da irgendwie ein Bot irgendwie die Idee klauen könnte. Kann ja auch sein. Ich kenne mich mit Bots viel zu wenig aus. Alle böse auf YouTube. Ja, alle böse, alle. Ja, man weiß ja nie, wer zuschaut. Also. Und dann lieber ein bisschen vorsichtig sein. Abreißen. Da war es gerade ganz kurz. Bin schon am Überlegen, obwohl das würde jetzt noch gar keinen Sinn machen, dass ich den direkt schon komplett abreiße und dann die Truhen umlagere, weil ich will eigentlich größere Truhen haben und dann dort platzieren und alle schon mit diesem Miasma-Zeug, also dass die magisch sind, dass ich aus jedem zugreifen kann. Aber ich brauche jetzt erstmal nur die Dachschindeln. War jetzt am Überlegen, vielleicht auch schon jetzt anzufangen, hier diese Kirche zu bauen, die da werden soll. Aber ich will hier auch so machen, dass für jeden dieser NPCs hier,
jeder einmal irgendwie eine eigene Werkstatt hat und ein eigenes Haus oder so? Oder gucken, dass man dann irgendwie auch so eine Kombination aus beidem macht? Ich glaube aber, die Dachstellen müssten jetzt reichen, um da hinten fertig zu werden. Für das bisschen da. Das wird reichen. So. Vor allem, wenn das hier fertig ist, da werden ja auch mehrere Gänge drin sein, beziehungsweise so ähnlich wie in einer Bücherei. Obwohl ist ja im Lagerschuppen dann halt, wo ein Gang quasi dann nur für Baublöcke ist. Das wird wahrscheinlich unten der ganz große Bereich sein, wo quasi hier drunter ist. Nur für die Baublöcke mit magischen Truhen. Und dann für alles andere irgendwie, keine Ahnung, mehrere Gänge. Und dann kann man immer noch nach oben hin ausweichen, sobald die neuen Gebiete da sind, dass dann halt auch die neuen Ressourcen Platz finden. Aquarium. Wenn es hier fließendes Wasser gibt und sowas mögliches zu bauen und man Fische kriegen kann, warum nicht? Dann mache ich aber so einen Aquariumpark. Packe ich dann irgendwie so ein Blauwal in ein Goldfischglas oder sowas. Mal gucken, wie das passt. Sorry, ich muss mir das gerade irgendwie bildlich vorstellen, wie so ein Blauwal, wirklich so ein Wal. So einen kleinen Goldfischglas drin steckt. Und zwar wie irgendwie so ein bisschen wie in so einem Cartoon, so dass er wirklich da reingequetscht ist, ohne dass er Glas zerbricht. Realistisch wäre, dass das Glas kaputt gehen würde. Aber dass er einfach da so reingestopft wurde. So. Gleich haben wir's. Vor allem von der Community wurde ja auch tatsächlich Wasser gewünscht gehabt. Weil es gab Leute, die versucht hatten, dann mit diesem Block, diesen Leuchtstein, den ich hier gemacht habe, Wasser zu simulieren. Das
einzige Wasser, was man bisher hat, ist das Wasser in diesen Trinkschläuchen. Daher bin ich gespannt. Vielleicht wird auch ein eigenes Biom kommen oder so, was mit Wasser zu tun hat. Wasser soll dieses Jahr noch kommen. Okay. Ich bin gespannt, weil bisher war das so, dass da, wo hier in den ganzen Gebieten, wo Wasser quasi, also Flüsse, Seen, Bächer und so weiter, wo das alles war, ist ja dieses rote Miasma. So, jetzt kann ich eigentlich anfangen, den Rest hier abzureißen, würde ich mal behaupten. Und das, quasi von der Lore her ist ja das Wasser vom, durch das Miasma verdrängt worden. Daher bin ich gespannt, wie die auch das machen wollen, also die Entwickler, so wie mit dem Wasser. Das, also, ich meine jetzt nicht mit der Animation oder wie die das, sondern von der Spiellogik, von der Lore her. Wie die das machen wollen. Was da für eine Erklärung gibt, warum da, wo das dann gibt, das Wasser. Wie das erklärt wird, dass da noch Wasser existiert. Da bin ich gespannt auf eine Erklärung. Natürlich muss es auch wieder dunkel werden. Also ist schon wieder später Abend hier. Ich glaube, so lange wie heute habe ich noch nie hier im Baum, also im Stream, beim Bauen verbracht. Nein, ich wollte nicht aufs Dach, ich wollte hier. Da ist die Tür. Nein, nicht aufnehmen, schlafen, genau. So. Ja, ich bin wirklich von diesen Tassensuppen richtig süchtig geworden. Nein, nicht runterfallen. Vor allem fließendes Wasser könnte ich eigentlich auch sehr gut gebrauchen, sobald ich hier anfange, eine Kanalisation zu bauen. Das will ich ja auch noch machen. Nein, nicht runterfallen. Okay, da komme ich nicht hoch.
Immer diese Menschen, die hier runterfallen. So. Gleich haben wir kein Dach mehr hier für den Schuppen. Aber ist ja nicht mehr so schlimm. Kommt ja eh noch weg. Den schon abreißen jetzt? Ja. Vor allem, ich brauche auch noch diese diese Fenster aus den, also diese Gläser oder Scheiben, diese Fensterblöcke, sag ich jetzt mal, aus den Hallen der Erlöschenden. Das heißt, wir werden auch noch demnächst nochmal ins nächste Dungeon gehen. Wahrscheinlich nicht mehr heute, aber also nächsten Sonntag würde ich mal behaupten, gehen wir da rein. Sind die hier auch komplett weg? So, und das kann noch mal weg. Aber an sich ist es besser geworden, die Hütte hier. Jetzt brauchen wir nur hier unten erstmal Licht, damit wir hier die Dings bauen können. Einen Moment, ich muss mal eben hier wieder was umtauschen. So. Wohl, warte. Das müssen wir hier einmal machen. Sieht schon viel besser aus. So, packe ich das einmal hier hin und hierhin. Was war das hier für ein Stein nochmal? Normaler Steinblock.
Wovon ich nur noch 7 habe? Ja, super. So. Das müsste, glaube ich, reichen. Dann würde ich hier... so einen Treppenaufgang machen. Also, nicht einen Treppenaufgang, sondern, ein Treppenhaus machen draus. Rein theoretisch könnten wir hier auch so ein, wenn es nach oben hin irgendwann nicht mehr reichen sollte, noch einen Weg nach unten machen, einen Keller. Wird vielleicht hier den hinsetzen wollen. So. Könnte man hier einen Weg nach unten hin machen? So, die nehme ich nochmal wieder raus. Also, dass man noch einen Lagerbereich im Keller hat. Vielleicht machen wir hier noch ein Fenster. So ein kleines, damit ein bisschen Licht reinkommt. Und wie viele Blöcke waren das jetzt? 2 Blöcke nach oben. Notre Dame und den Kölner Dom. Vielleicht nächste Woche. Mal gucken. Nächste Woche wird es wahrscheinlich zeitlich passen. So, jetzt brauche ich erst einmal Licht. Packe ich mal ein bisschen mehr. Wieso hat er denn jetzt dahin gepackt? Die Engelsburg würde ich sogar noch nachbauen wollen. Weil die ist ja im Grunde einfach. So, jetzt ist die Überlegung, wie breit mache ich das hier? Obwohl, das würde vielleicht mit
den Dingern da oben passen? So in der Art. Obwohl, warte mal. So eine Kiste ist immer 2 Blöcke. 2 mal 2 mal 2 Blöcke, okay. Also so groß. Ich pack mal 1, 2, 3, 4. Eins, zwei, drei, vier. So zur Orientierung für mich. Also meine Idee geht auf, die ich da jetzt hatte. Dann will ich das vielleicht so machen. So. Was ist das hier? Ja. Toll, ich habe kein Wasser hier, Freddy. Ich habe kein Wasser hier. Mann, was mache ich jetzt? Ich habe nicht mal Wasser eingekauft. Soll ich jetzt Kraneberger holen? Wenn du sagst Güllebacher, dann vergiss es. Wasser aus dem Klo trinke ich nicht. Dann kann ich nur noch Asen nehmen. Ja, okay. Asen geht in Ordnung. So, aber die Idee würde wirklich aufgehen, oder? Wenn wir hier dann... nochmal sowas machen. Dann hätten wir auch jedes Mal eine Lichtquelle von draußen. Soll ich jetzt kurz Wasser holen aus dem Hahn? Wärst du dann glücklich, Freddy? Ah, okay. Hier
wird das nix. Weil da schon Dings. Dann müssten wir hier andere Lichtquellen holen. Wie wir das auf der Seite machen, weiß ich noch nicht. Danke, Freddy. Also nicht aus also nicht aus dem Tier, das meinte ich jetzt nicht. Zitronensaft. So, so. Freddy, du machst mich fertig. Ich sag so, Freddy, damit du weißt, wie das bei mir ungefähr aussieht mit Getränken. Energy, Cola, Kaffee und Tee. Vor allem das hier ist Suppe. Das dürfte ich so schlürfen. Das ist kein Trinken. Das ist Suppe. Das ist Essen. Mache ich jetzt nicht, nicht, dass du gleich irgendwie sagst, so Skandal. Ich glaube, die Blöcke werden wieder nicht reichen. Ja gut, ich bin sofort wieder da. Ich pausiere auch einmal die Aufnahme. Dann so einen Moment. So, Aufnahme läuft wieder. Ich habe jetzt Wasser mitgebracht aus dem Hahn. Habe ich getrunken. Ein Schluck. Oder soll ich mehr? Wärst du dann glücklich? Echsen? Willst du, dass ich kotze? Gut, hier. Ich hoffe, du bist jetzt glücklich. Ist leer. Ich hoffe, du bist glücklich, Freddy. Sehr glücklich sogar. Aber hau mal raus, Freddy. Was gibt's denn bei dir normalerweise noch so zu trinken? Ich muss das wegmachen. Ich muss das mit dem Trinkwasser wegmachen. Obwohl, das ist eigentlich gut für, auch für meine Gesundheit. So, warte mal, hier. Hier kommt eine Fackel hin. Erstmal. Ich habe nur noch 8 von den Blöcken. Ja, Freddy, das glaube ich dir. Das glaube ich dir, dass du dich nicht mehr einkriegst.
Du Frevel. So. Oder ich muss auch mit dem Trinkwasser hier teurer machen. So, wie breit ist eigentlich der Gang hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Blöcke würde gehen. Und das hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 werden das hier. So, aber Freddy, meine Suppe darf ich essen, oder? Die Tassensuppe. Ist wirklich eine Tassensuppe. Kann man das irgendwie sehen? Ja, da war ja auch vorher mal Tomatensuppe, jetzt ist da eine Champignon-Creme-Suppe drin. Die darf ich essen, ohne dass das als Trinken zählte. Der Witz ist ja jetzt durch, okay. Gut. Warte mal, ich muss hier mal vielleicht auch noch mal gucken. So, 1, 2, so. Oder warte, ich fange das von hier an. Bei dir alles Softdrinks, die keinen Zucker enthalten. Ja, auf Wasser wäre auf jeden Fall deutlich gesünder, da hast du recht. So, warte mal. Wie breit war das hier nochmal? 1, 2, 3, 4. Okay, dann machen wir hier auf 3 und auf der Seite auch auf 3. Nur mal so als Frage, ihr versteht, was ich hier mache, oder? So, was das hier quasi darstellen soll. Die Dinger. Wohl, warte mal. Die ich hier nochmal wegmache. Die Blöcke, 1, 2, 3, 4. Die sollen quasi, die späteren Truhen darstellen, die ich später irgendwann bauen will. Beziehungsweise hier hinsetzen will. Und dient für mich jetzt quasi als Orientierung. Ich glaube, das wäre hier dann ein bisschen zu eng. Obwohl, warte mal.
Ne, das. Das lasse ich noch hier. Und zwar so. Aber hier würde ich dann so in der Art das machen. Dass hier dann quasi einmal noch so ein Gang ist wie hier. Und hier dann quasi die Tür, die zu den Baublöcken dann führt. Also würde sogar hier, hiermit funktionieren. Wenn ich hier dann... Ich glaube, 4 würde auch funktionieren, aber... Ne, wir bleiben bei 3. Dann ist hier halt nur ein kleinerer Gang. Dann ist es halt so. Bis 2027 wäre gut möglich. So, wo haben wir die andere Faktor mit? Ah, ich habe die noch hier, okay. Ich pack die mal hier hin. Ich könnte mehr Fackeln gebrauchen oder mehr Lichtquellen. Ihr müsst verstehen, ich brauche halt Lagerraum. Die Dinger stellen für mich dann quasi Kisten dar, die ich dann, also die Truhen. Ey, so lang ist das noch nicht wie beim BER hier, ja? Hallo? Noch nicht. Zumindest. Oh, draußen ist Nacht geworden. Egal, wir haben es hier drinnen hell. Hier können wir noch ein bisschen weiter bauen. Brauchen wir nicht ins Bett zu rennen. Noch nicht. Obwohl, was Lichtquellen angeht, wenn wir hier diese Miasmatruhen hinsetzen, dann brauchen wir keine direkten Lichtquellen mehr, weil die Miasmatruhen, die leuchten ja selber. Das wäre dann ein bisschen praktischer. Boah, mir juckt der Bereich am Auge hier. Oh nein. So, der Bereich zwischen Auge und Nasenrücken. Genau der Bereich.
Ich glaube, die Blöcke werden wieder nicht reichen. Aber das wäre quasi dann der Bereich nur für Baublöcke. Und hier, mal gucken, was hier hinkommen wird. Also an Truhen, was da reinkommt. Vor allem, ich muss mir auch überlegen, was ich dann genau für Truhen hier hinsetzen will. Und ich glaube, es könnten sogar noch größere Truhen vorkommen, als die, die man jetzt schon bauen kann. So, 7, 6, 5, 4, 3. Einen haben wir noch. So. Ich hoffe, 200 werden diesmal reichen. Oben werde ich das irgendwie mit Holz dann machen oder so. Denke auch an das zukünftige Wasser. Hafen bauen und einen riesen Pott aus Raft importieren. Ja, Mann. Den muss ich auch noch. Boah, da müssen wir auch noch weitermachen. Stimmt. Ich habe aber Raft aktuell nicht mehr installiert. Müssten wir uns eigentlich auch mal wieder zusammensetzen. Jetzt, Oldcon, jetzt wo du sagst, ich habe jetzt wieder Bock auf Raft. So wieder mit Brom, Kami, mit Falli zusammen zu zocken hier. Eventuell auch Carsten. Also der Seuchenkobold. Der hat aber auch wieder lange nicht mehr gestreamt gehabt. Muss ich den mal nachfragen, was da los ist. Warte mal. Ich lasse es erstmal so. Da. Und dann wollen wir hier ja auch noch
So, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 von der Kante. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann machen wir dieses Holz draus. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Komm, wir gehen erstmal pennen. Ist viel zu dunkel, als dass ich da was sehen kann. Und willkommen zurück, Heel. Ja, ich habe die Hütte soweit erstmal ein bisschen umgebaut. Der Kahn aus Route muss hier anlegen können, sobald das Wasser da ist. Und ich habe hier schon auch so Nischen reingemacht, so für die Truhen, die ich dann hier importieren werde. So wie ich hier eine Möglichkeit gemacht, sollten irgendwann sehr viele neue Blöcke kommen, dass man hier dann notfalls in den Keller ausweichen kann, einen Keller einbauen kann. Aber dafür haben wir hier erstmal noch einen Riesenbereich. Dann könnten wir da nach oben nochmal weitergehen, rein theoretisch. Um auszubauen, sagen wir mal. Ich glaube, die Fackeln da hinten brauche ich jetzt fürs Erste nicht hier, sondern doch oben. Erstmal Dachen ein und Dachen den anderen. Dann kann man hier noch einen Weg nach oben hinsetzen. Jetzt ist die Frage von der Kante aus, wie viele Blöcke sind das nach zu der anderen Wand? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagerhaus Nummer 2. Wann das kommt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ist eine sehr, sehr gute Frage. Das beantworte ich beim offiziellen Release von Kingdom Come 3. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Das wird wieder das Treppenhaus, das dann auch wieder dann nach oben führt. So, dann könnten wir eigentlich rein theoretisch. Wo sind da die Mitte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ist das. Können wir hier so ein Doppelfenster machen? Obwohl, warte, ich mache das mal anders. Ich mache dann so ein Fenster draus, bisschen größer.
Vor allem, das zweite Lagerhaus, das soll dann noch größer sein. Das hier wird nur das Zwischenlager sein, hier, damit du Bescheid weißt. Dass hier erstmal nur alles zwischengelagert wird und so, damit das von hier rüber verfrachtet werden kann, zu einem größeren Lager, zum Hauptlager, das mit 20 Etagen allein unterkellert ist, um 20 Etagen unterkellert. Und soll so groß sein wie Dagoberts Geldspeicher. So. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5. So, hier. Ich glaube, so groß waren Türen hier, oder? Waren Türen hier so groß? Ich weiß es nicht. Ob das mache ich auch mal hier schon mal zu. Vor allem die Fackel brauche ich jetzt dann nicht mehr hier. Sondern hier gleich irgendwo. Das wird ein Spaß, die ganzen Truhen zu bauen. Hm. Weil die Truhen, die in dem Erstlager da sind, in dem da, wo ich schon das ganze Dach abgebaut habe, die will ich quasi nicht in dem Schuppen haben. Weil die sind zu klein, die Truhen. Okay, das da oben sieht jetzt wieder nice aus. Mit den Dingern da. Warte mal, die Fackel kann ich hier auch wieder wegnehmen. Wir haben hier jetzt wieder Licht. Kann die dann fürs erste hier hinpacken. So. Und bitte nicht aufregen, dass ich wirklich alles mit den Einzelblöcken mache. Aber ich mag das irgendwie mit den Einzelblöcken mehr auch. Dauert zwar länger, aber man kann da mehr pfuschen, sage ich jetzt mal. So wie es sich auf dem Bau gehört. So. Könnten wir hier 1, 2, 3, 4. Ich glaube, hier könnte man sogar so weit gehen. 1, 2, 3. Und dann hier noch einmal so. 1, 2, 3. Passt perfekt. Hier könnte man nochmal zwei Reihen machen.
mal, wie breit hat, wie lang habt ihr gemacht jetzt? Die sind 5 lang hier, okay. Könnte man hier auch 1, 2, 3, na, hier würde ich, bei 4 lassen. So. Achso, Hel, damit du auch verstehst, was ich hier mache. Diese Blöcke sind, sollen die zukünftigen Truhen darstellen, die hier irgendwann kommen. Würde ich hier vielleicht 1, 2, 3. Dann doch hier vielleicht auch 1, 2, 3. Ja, das würde so gehen. Dann hier 1, 2, 3. Nee, hier nehmen wir die, das Holz halt in dem. Die Truhen, ob die hier unbeobachtet bleiben. Also unten haben wir ja auch Fenster reingemacht. Hier. Also, ich glaube, die unter sich bleiben dürfen, das sind die, die in den Keller kommen, irgendwann. Das war jetzt das falsche Holz, ne? So, das Holz wollte ich. Ja, also das war jetzt quasi für die Truhen als Orientierungshilfe für mich, damit ich weiß, wo die dann hinkommen sollen. So. Und dann hier muss das 8 Blöcke lang sein. Ja, hier haben wir dann halt einen kleinen Gang. Ne, ich habe keine Fackel mehr. Also die habe ich auch schon alle verteilt. Na super. Hier wird das so breit. Obwohl, nee. Ich glaube, der Bereich soll keine Truhen dann haben. Aber ich mache die schon mal wieder weg. Alles klar, Oldcoin, dann bis später.
Ist das normal mit der Textur da? Hier jetzt? Oder liegt's vielleicht daran, dass dahinter vielleicht... Ja, dahinter ist nichts, okay. So, wie weit hatten wir das hier gemacht? Zwei solcher Blöcke, okay. Machen wir hier lieber nicht. Machen wir hier. Machen wir das hier so. Weil hier ja die Dings kommen. Warte, habe ich unten das genauso gemacht? Nee. Immerhin. Da habe ich es richtig gemacht. Toll, jetzt komme ich nicht mehr hoch. So, wenigstens habe ich von dem Holz jetzt eigentlich mehr als genug. Die Fackel kann da ruhig schon wieder weg. Die packe ich mal hier hin. Warte mal. Okay, hier ist jetzt nur drei breit, warum auch immer. Wertsachen sollten nicht von Dieben ausgespäht werden können. Ohne Fenster zieht's auch nie. Danke für die Warnung, Freddy. Dann weiß ich zumindest, dass ich dich hier wahrscheinlich niemals einladen werde. So, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Würde ich hier auch nochmal ein Fenster machen. Dann hätten wir hier wenigstens überall die Möglichkeit, irgendwie an Licht zu kommen, sag ich mal. Zumindest wenn es draußen hell ist. Sobald die alle mit Miasma-Seelen beschichtet sind, dann brauchen wir keine Lichtquellen mehr. Keine anderen. Dann leuchten die Truhen schon für sich alleine.
Können wir den Bereich auch schon mal dicht machen hier? Ich muss ja gerade drüber nachdenken, was werde ich hier dann für einen Spaß haben, die Sachen zu sortieren. Wenn das alles voll mit Kisten ist. Hier, alles, das alles. Und unten auch. Und dann machen wir noch den Obergeschoss da frei. Machen noch eine Treppe nach oben. Und irgendwann auch noch vielleicht einen Keller, wenn dann noch mehr Ressourcen kommen. Und so. Was tue ich mich hier eigentlich an? Ich werde auf jeden Fall einiges an Spaß haben, dann demnächst die Sachen zu farmen. Dann hier nochmal. So, drei Wände müssen wir noch fertig machen. Sorry, wenn ich jetzt ein bisschen still bin. Ich bin aber auch noch am Überlegen hier, ist das überhaupt eine gute Idee, was ich hier mache? Oder doch nicht ein bisschen zu größenwahnsinnig, wenn das alles voll ist mit Truhen. Und willkommen zurück, Oldcoin. So, ich nehme mal die Fackeln hier ab. Ist an sich eigentlich hell genug hier jetzt. Mit Fenstern. Hier würde vielleicht noch ein Fenster gut sein, oder? Ich würde hier aber so ein Dreierding machen oder so ein Rundfenster. Die Fackel nehmen wir auch wieder weg. Ich glaube, hier würde auch so ein
Dreier-Ding hinpassen. Gut aussehen. So, hier würde ich vielleicht das mal wegmachen. So kurz überlegen wegen so hier ist genau da wie weit habe ich da das mit dem Stein gemacht. Bis dahin. Okay, dann geht das so. Okay. Darf ich gleich nochmal abreißen oben? Dann hier müssen wir. Bis hierhin abreißen. Ja, super. So. Okay, das passt wenigstens. Mit dem Dach und alles. Wie wir das hier oben machen, noch immer kein Plan. Aber die Treppe will ich zumindest dafür gebaut haben gleich. So, dann da muss einer hin. Hier, hier. Würde das passen? Okay, natürlich wird da jetzt dann müssen wir das hier so machen. So.
Ich habe da doch einen Fehler gemacht. Also es muss schon zu unten da auch passen. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier passend ist. Ich glaube, die Stufe beginnt ja hier. So, was haben wir da? Das kann dann auch weg. Dann ist der hier falsch. Bald ist schon wieder Vollmond. Wir sind aber leider nicht in wie hier ist das in Dingens Hackett's Quarry. Da sind wir leider nicht unterwegs für die Werwölfe. Also ich zumindest nicht. Denn ich sag mal so, der Cringe-Faktor war mir doch ein bisschen zu viel in dem Spiel. Ach stimmt, Thiel, du bist da unterwegs, ne? Du bist dort unterwegs. Also wenn, dann würde ich gerne lieber selber ein Werwolf werden. Ich hoffe nur kein Cringes wie die in The Crowley. Die waren doch ein bisschen sehr cringe. Schon wieder dunkel. Frech vom Spiel, dass hier mal so schnell dunkel wird. Ich sag mal so, wenn einer von euch jemals die Chance hat, Werwolf zu werden, lasst euch beißen und dann beißt mich bitte, ja? Zu viele? Also meiner Meinung nach zu wenige Unschuldige sind gestorben. Bei jeder Verwandlung zerrissene Klamotten verzichtet. Wow, Freddy. Wann und wo wohl? Wow.
Wow. Das tut irgendwie ein bisschen weh zu lesen. Modeindustrie gefällt das. Ja, das stimmt. So, ich reiß die Dinger mal wieder ab. Die stehen hier eigentlich nur noch im Weg rum. Mehr Umsatz. Ja. Ey, ihr habt Ideen. Macht Wolfdos. Oh Gott. Boah, ist irgendwie ein bisschen, damit das riesig. Aber irgendwie auch ein bisschen traurig, dass das hier bald abgerissen wird, die Hütte. Klar, der bleibt. Der wird nur halt ein bisschen renoviert und so, aber wenigstens haben wir hier eine neue Lagerhalle. Und hier der Schreiner, der hat hier ja neue Truhen. Wo hat er die denn? Stauraum. Die Dinger, ja. Dafür brauchen wir Nägel, Holzbretter und Eisenbarren. Da müssen wir zusehen, dass wir an Eisen kommen. Und dann Trüböl. Wie kommt man an Trüböl? Kann er Trüböl herstellen? So, Hexenmeister-Set. Sieht auch eigentlich ganz cool aus. Morgen kommt auch das Video von mir. Aha, Modeindustrie und Werwölfe. Kenne ich diesen Max? So. Vor allem, ich frage mich, wie kommt man an Papier? Wo finde ich das? Denn jetzt, wenn es Papier gibt, und wenn das etwas ist, was man leicht herstellen kann, dann habe ich das hier alles für umsonst gesammelt. Ja, dass Papier aus Bäumen kommt, das ist an sich eigentlich klar. Aber ich meine jetzt in dem Game, wie kommt man hier an Papier? Falsche Kiste. Den Papierbaum finden. Ah, okay. Das wusste ich nicht. Die Info hatte mir gefehlt. Danke, Falli. Aber an sich, ich finde, sieht schon ein bisschen besser aus. Weil ich es bin 10, na? Okay. Darüber reden wir noch. Aber ich mag doch, dass wir die Lagerhalle hier jetzt fertig haben. Bin schon am überlegen, vielleicht doch die ersten Sachen da rüber zu verfrachten. Dass wir dann doch gleich anfangen. Ne, ich würde das irgendwie zwischendurch machen, zwischen den Folgen. Dass ich da alles rüber schipper, rüber lager. Das Abreißen kann ich dann gerne mit euch nächsten Sonntag machen, aber das das Umlagern und so weiter hierhin würde ich dann zwischen den Folgen irgendwann machen.
So nächste Woche, die nächsten Tagen. Und ein bisschen auch Eisenfarmen gehen. Ist mir auch wichtig, dass ich das kriege. Und dieses, hoppala, dieses andere Holz. Ne, was war das andere, was ich da bräuchte? Für den Stauraum? Hier, Trüböl. So. Ich werde aber jetzt nochmal ein kleines Päuschen machen. Ich bin gleich wieder da.